Was denn? In so ein Loch haust der Volker? Loch? Mensch. Da wohnen wir beide. Saugemütlich. Das verstehe ich nicht. Komischer Kauz. Hat doch Geld genug verdient. Und so viel Glück gehabt. Glück? Mann. Gearbeitet haben wir wie 10 Pferde. Und das ganze übrige Haus lässt er leer stehen? Ach, Quatsch. Eine Wohnung hat er da hinten eingerichtet. Piekfein, sag ich dir. Hat keiner hier in der ganzen Gegend. Ach, nee. Jahrelang, Stück für Stück mit Liebe zusammengetragen. Für eine Frau. Und dann ist sie nicht gekommen. Du Fritz, kann man da nicht mal reingucken? Zimmer hat er seit Jahren abgeschlossen. Betritt sie nicht mehr. Du, Emil, sprich aber nie davon. Nein. In dem Punkt ist er nämlich sehr empfindlich. Master coming, Master coming. Morgen, Massa. Morgen. Na, na, nu, na, nu, Moni. Ja, hier, guck mal, was für dich mitgebracht. Hey, so schön. Hier, hier. Noch was, so, nun ist aber genug. Na, nun geh schön arbeiten, nun lauf weg, nun lauf. Ja, schön. Ja, lauf. Lauf schön. Ist ja gut, Jungen. Auf Cäsar. Na nu, wem gehört denn das Vehikel? Hallo, Mensch. Volker! Sander, du? Endlich. Ich hab schon geglaubt, du kommst nicht mehr. Das hätte noch beinahe nicht geklappt. Deine Depesche hat mich noch just erwischt, als ich schon an Bord gehen wollte. Und dann bin ich gleich wieder umgekehrt. Was? Du hast extra den weiten Umweg zu mir hierher gemacht? Ist doch selbstverständlich, Peter. Danke. Ich hab gewusst, du lässt mich nie im Stich. Wenn Sie hier rein wollen, steigen Sie besser vorher ab, nicht? Sind Sie Herr Volker? Nein, nur sein Freund. Krüger. Ich muss Herrn Volker persönlich sprechen. Wollen Sie hier einen zweiten Platz nehmen? Danke. Peter! Peter! Komm mal her! Hab keine Zeit. Eine junge Dame will ich sprechen. Was? Hab keine Zeit. Tja, Herr Volker ist leider zu beschäftigt. Das habe ich gesehen. Dann bestellen Sie Ihren Herrn Volker von meinem Vater, dem Farmer Brinkmann, dass der Arbeitselefant Schari heute früh schon wieder durchgebrannt ist. Heilige Bimmer. Zum dritten Mal. Nein, zum vierten Mal. Und jetzt kann er ihn behalten. Und das Geld soll er gefälligst zurückzahlen. Dieser Schari. Du fährst dann nach Europa. Urlaub machen. Ja, wenn du aber meinst, dass ich wegen der unsicheren Zeit lieber hier bleiben soll. Im Gegenteil. Je eher du abhaust, desto besser. Du würdest mir über ihn seinen Gefallen tun, wenn du meine Tiere mitnimmst. Klar, Peter, mache ich doch gern. Wenn du sie mir anvertrauen willst. Mensch, das werde ich dir nie vergessen, Sander.
Das ist doch klar, Peter. Um mich mache ich mir keine Sorgen. Aber die Tiere. Ich möchte nicht, dass die in schlechte Hände kommen. Lieber jage ich sie in den Busch zurück. Beim Verladen und Einschiffen bin ich natürlich dabei. Da kann nichts passieren. Das wäre das Beste, Peter. Mein Freund, Dr. Thiele, der wird sich freuen, wenn er die Tiere sieht. Über Nairobi ist das Sicherste. Da finden wir immer Wasserstellen für die Tiere. Shari, was soll das? Wir sprechen nochmal darüber. Du! Alter Ausreißer, nur weil du immer deine Moni im Kopf hast. Das geht nicht mehr so weiter. Nur ein Schluss damit. Schicke euch alle nach Europa. Da kommt in einem wunderschönen Tierpark. Ja. Und da kannst du nicht mehr rausgreifen, du. Nein. Aber die Moni, die nehmen wir natürlich auch mit. Wenn sich hier einer seit Jahren als Tierfänger rumtreibt, da kennt er Wege, von denen die anderen keine Ahnung haben. Hör doch schon endlich auf, Vater. Er hat euch doch nur alle verrückt gemacht mit seiner fixen Idee. Redet den Leuten ein, dass es Krieg gibt. Tja, die haben eben Vertrauen zu ihm. Die sind nur schon in Sicherheit. Und wir? Wir müssen uns nun endlich auch entscheiden. Ich glaube an keinen Krieg. Und wenn er wirklich käme, dann ist immer noch Zeit genug, von hier wegzukommen. Kind, dann ist es zu spät. Ich will dir mal was sagen. Wenn einer selbstlos hilft und gute Ratschläge gibt, dann ist er kein Wichtigtuer. Red doch bloß nicht immer so ein Zeug. Kennst du doch gar nicht. Wir sollen ihm alle dankbar sein und nicht. Ich will ihm aber nicht dankbar sein. Gerade ihm nicht. Diesem eingebildeten Kerl. Ich habe jedenfalls vorgesorgt. Meine Menagerie schwimmt schon. Sieh mal da drüben. Heute werden sie uns nicht mehr durchlassen. Das glaube ich auch. Na, und was wird ihr machen? Tja, du weißt doch, meine Frau ist Afrikanerin. Die kriege ich hier nicht weg. Die Polizeiposten werden täglich verstärkt. Heute sind schon drei Mann hoch. Tja, die werden nervös. Die machen sich mächtige Sorgen um uns. Überlegt euch noch mal. Ich hau auch bald ab. Ist gut, Peter. Ich melde mich. Tschüss. Los, macht schon! Draußen ist es verdammt lebendig geworden. Überall siehst du Patrouille. Auf Schritt und Tritt. Alles haben sie zusammengekratzt. Motorräder, Pferde, Automobile. Mit Fahrrädern fahren sie sogar herum. Zum Kotzen. Diese Nervosität. Jedenfalls habe ich festgestellt, das bringt man nun auch weg ist. Er hat scheinbar Küppersson ihre Kinder mitgenommen. Du, Peter? Ja? Wenn du nun nicht recht behältst, uns gibt am Ende gar keinen Krieg. Was dann? Ich bin schließlich nur dein Angestellter. Ich verliere nicht. Aber du und die anderen? Was? Was? Ja, das Haus hier, die Farm und alles, was drum und dran hängt. Das Ganze einfach so im Stich lassen. Was hast du? Das war Berlin. Auch England und Frankreich befinden sich seit heute Vormittag 11.15 Uhr mit Deutschland im Kriegszustand. Im Kriegszustand?
Die Botschafter beider Staaten verließen gestern Abend die Reichshauptstadt. Das Oberkommando der Wehrmacht hat in den frühen Morgenstunden des heutigen Tages... Verfluchter Mist. Also hast du recht gehabt. Tja, was machen wir jetzt? Abhauen. Ab sofort müssen sich alle Ausländer bei der Distriktpolizei registrieren lassen. Die Grenzen sind gesperrt. Junge, Junge, hier haben wir die Ruhe weg. Volker, Sie sind... Oh, Gott sei Dank. Was macht ihr denn noch hier, Brinkmann? Ich denke, ihr seid längst über alle Berge. Das ist ein Glück, dass Sie kommen. Wieso? Mal seit 4 Stunden liegen wir hier im Dreck. Seht sich mal die Bescherung da an. Ja, das ist doch nicht mehr zu reparieren. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren, Brinkmann. Ich habe leider recht behalten. Der Krieg ist ausgebrochen. Es gibt es nur noch einen Weg, quer durch den Busch an die Küste. Dort finden wir immer eine Chance, mit dem Schiff wegzukommen. Warum waren das denn hier? Ich lade den ganzen Krempel auf meinen. Ich nehme euch mit. Oh, das ist aber fein. Fritz! Ja? Fahr den Wagen hier ran. Schnell. Mach. Ist ja eine Sünde, Herr Brinkmann, dass wir Ihre schöne Fähre hier zurücklassen müssen. Tja, und gerade die allerbesten habe ich mir ausgesucht. Für die lange Fahrt. Bleibt nichts anderes übrig. Ich kann euch doch nicht frei rumlaufen lassen. Ihr würdet uns ja nur verraten. Oder die Löwen fressen euch. Ja, und das will ich euch ersparen. Nein, nein, Motorräder. Verflucht! Die kommen direkt auf uns zu. Schnell! Alles auf den Wagen! Haben Sie, hier. Hopp. Danke. Schnell! Fahrt drauf los! Ja, ja! Immer geradeaus den Weg, den ich euch gezeigt habe. Herr Volker! Peter, bist du wahnsinnig? Nein. Was hast du denn vor? Sie dürfen unter keinen Umständen unseren Wagen erwischen. Wir müssen sie ablenken. Auf eine falsche Spur. Na dann los. Vom Dreck. Kein Mensch zu sehen. Hey, was ist mit dem Wagen? Gehört ihr euch? Kommt mal her. Denkste. Stopp! Halt! Stehen bleiben! Stehen bleiben! Verflucht! Los hinterher!
Die Borschen und die Lampen. Na los, anschieben. Hoi. Passa da Gino e prendi ancora passeggeri. Non ho capito italiano, tedesco, deutsch. Deutsch. Mit dem Monte Pasubio können Sie morgen fahren. Der geht direkt nach Genua. Der nimmt noch Passagier auf. Na, Christa, jetzt hat das Warten doch keinen Zweck mehr. Die beiden kommen nicht mehr. Sonst müssen sie doch schon längst hier sein. Aber wir können doch nicht so einfach losfahren, ohne zu wissen, was mit ihnen passiert ist. Ja, haben Sie denn gar nichts erfahren können? An der Zollstation ist seit Tagen niemand mehr durchgekommen. Das war ja ein ganz schöner Schlangenbiss. Siehst du, war doch gut, dass wir ihn ausgebrannt haben. Na ja, nun ist ja alles wieder in Ordnung, ne? Ach, nein. Zur Grenze. Oh. Hallo, Peter! Ja? Peter, Fischer, ein Schwein haben wir. Da vorne, da geht die Straße vorbei. So? Direkt hinter jeder Grenze. Nur 8 Meilen, du. Was ist denn los mit dir? 8 Meilen! Was hast du denn vor, sag mal? 8 Meilen! Raus! Raus! Raus will ich! Mensch, reiß dich doch zusammen! Willst du in der letzten Minute noch alles aufs Spiel setzen? Ich mache nicht mehr mit! Lieber geheilt werden! Als hier im Dreck verreckt! Fritz! Fritz! Sei doch vernünftig! Flucht! Los, komm! Hey, stopp! Stopp! Thank you.
weiter bergab. Wenn es nach dir gegangen wäre, lagst du jetzt noch im Urwald rum. Da die Brücke. Über die Dann haben wir es geschafft. Los, die Brücke ist frei. Habe ich davon geträumt. Als kleines Mädel habe ich zum letzten Mal Schnee gesehen. Sehr schön, aber sehr kalt. Eh, was? Na, da muss man sich eben wieder langsam gewöhnen, nicht? Ich bin nicht großartig. Ja. Ich war Prost. Was? Kinders, nun bringe ich euch heute eine Nachricht. Da werdet ihr Augen machen. Aber was gibt's denn? Dr. Thiele ist in Hamburg. Er hat bei Hergenbeck zu tun. Ich habe ihn eben getroffen und... Diese Karte da, die habe ich ihm weggenommen. Nun, was ist? Ja, nun, hört mal zu, was der Volker schreibt. Ja, der lebt! Volker? Also, lieber Hans, mich haben Sie hier schwer mitgenommen. Aber Unkraut vergeht nicht. Es wird schon wieder. Ich will unbedingt zu euch rüber, weiß aber noch nicht, wie ich mich durchschlagen werde. Ich hoffe, wenn der Frühling kommt, trudle ich in Ulmenau ein. Ich freue mich, Schari, den Park und vor allem dich wiederzusehen. Dein alter Peter. Na, das ist ja eine freudige Überraschung. Da sieht man mal wieder, wie Gerüchte entstehen. Nicht zu glauben, sowas. Ja, na, dem gönne ich ja, dass er durchgekommen ist. Sander, Sie kennen doch Direktor Thiele so gut. Ja. Sie könnten mir helfen. Jetzt, wo Volker, ich meine, wo Thiele gerade hier ist. Ja. Ich möchte unbedingt nach Ulmenau. Eine Anstellung. Jo, das ginge schon.
Aber kannst du denn überhaupt mit Tieren umgehen? Natürlich. Ich habe doch drüben immer mit Tieren zu tun gehabt. Ich war doch die Einzige, die sogar mit Schari fertig geworden ist. So, mein Dirn, das muss ich mir dann mal überlegen, nicht? Nein, Sander. Ja? Sie müssen mich sofort mit Tiere zusammenbringen. Es muss klappen. Lass das. Was soll denn das? Ach, Peter, hör doch auf. Ach, was ist denn? Was denn? Ihr seid ja eine Rasselbande. Hm? Schari, was machst du denn für einen Krach? Los. Wo ist Schari? Drin im Stall, der will nicht raus. Na nu. Peter, nun lass doch dem Schari die Bananen. Hier, da hast du, nimm, so schön. Schari! Raus! Ja, da hört sich doch alles auf. So eine Unverschämtheit. Was machen Sie denn da? Ach, Müller! Moin. Ein bisschen laute Aussprache haben Sie sich angewöhnt. Wie? Sind Sie verrückt? Machen Sie sofort, dass Sie rauskommen. Na, hören Sie, das ist doch keine Art, einen alten Bekannten zu begrüßen. Der Schari hat mich gleich erkannt. Nicht, Dicker, was? Ja. Und du, was? So viele, was sagst du? Schön. Schari, ei, guck mal da, wie ich...
Herr Volker? Ja, ja. Ist das möglich? Wie kommen Sie hierher? Ich bin in der Morgendämmerung angekommen, hab drei Tage auf der Bahn gelegen. Na, ich wollte niemanden stören, habe ich mich mal erst hier ausgeschlafen. Muss ich gleich dem Direktor melden? Nein, nein, kommt nicht in Frage. Das soll nämlich ein Geheimnis bleiben. Wird eine kleine Überraschung für den Dr. Thiele. Hm? Haben Sie sich was mitgebracht? Ja, da sehen Sie. Hübsch, was? Stani, hat Sie auch gleich wieder erkannt? Na klar. Na, Peter, was hast denn du dazu? Gefällt's dir hier? Du, hm? Das ist ein hübscher Kerl. Oh ja, einen anständigen Charakter hat er. Jetzt tut er so schüchtern. Aber ein Schmeichler ist das. Im Tropenlazarett hat er sich von der Krankenschwester so verwöhnen lassen, als wenn er der Patient wäre. Aber er hat mich über die schwerste Zeit hinweggebracht. Nicht Peter? Reinste Sanatorium hier. Da staunen Sie. Was, Herr Volker? Ja. 3 Jahre lang haben wir daran gebaut. Alles nach streng wissenschaftlichen Grundsätzen, wie sich der Herr Dr. Thiele ausgedacht hat. Fabelhaft. Sieh mal, Peter. Die Kleine da ist hübsch, was? Das wäre was für dich. Ja, das ist unsere Froni. Ah, ein hübsches Tier. Aha, er kokettiert schon. Also, Leiter, wir kennen uns lange genug. Ich weiß, dass Sie zuverlässig sind. Ich vertraue Ihnen den kleinen Peter an. Sie sollen ihn pflegen. Gerne, Herr Volker. Am besten ist, wir setzen ihn gleich rein. Zu den anderen. Hat er nämlich Gesellschaft, ne? Ja. Ja. Hm? Verzeihung, ich... Sieh mal, mit der Bruni wirst du aber schön spielen können, du. Hm? Peter, aber ich möchte... Ich bin... Du brauchst keine Angst haben, Peter. Dir wird's ja bestimmt gefallen. Hm? Ja, wo kann man denn hier reingehen? Nein, das geht nicht. Ein fremdes Tier muss erst untersucht, beobachtet und gesondert gehalten werden. Wer ist denn das? Das ist unser Fräulein Christa. Ich bin die Leiterin der Station und habe die Verantwortung für die Gesundheit der Tiere. Ach, Sie sind also sozusagen die Gouvernante von den Schimpansen. Fabelhaft. Habe ich Sie nicht schon irgendwo gesehen? Nein. Also, Leute, es bleibt dabei. Es wird so mit dem Peter gemacht, wie ich gesagt habe, ne? So, Peter, nun gewöhn dich mal ein neues Herrchen. Hast du verstanden, du? Na, komm doch, Peter. Na, komm doch, Peter. Peter. Kein Bock, kam, was ist denn da? Na, nun geh mal schön rüber, ne? Was sagst du? Sag, Peter, was machst du denn da? Du, was weißt denn das? Dort, Herr Direktor. Das ist er? Ja, ja. Wahrhaftig. Danke, Müller. Ihre theoretischen Weisheiten in Ihren Anfallen. Aber von dem Kleinen lassen Sie gefälligst die Finger weg. Der ist kerngesund, der kommt nämlich direkt aus Afrika. Und dem kann die Verhätschelei nur schaden. Aber was wissen Sie schon von Afrika? Vielleicht weiß ich mehr von Afrika, als Sie denken. Hui. Hui. Schön brav da bleiben. Nein, 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 nein. Komm. Komm. Peter, komm. Ganz artig. Komm, Peter. Komm, schön bleiben. Peter! Hans! Peter, alter Junge! Ich bin's wirklich. Ja, ist denn das möglich? Ja, wo kommst du denn plötzlich her? Hm? Das hättest du wohl nicht geglaubt, dass ich eines Tages nochmal in Ulm noch auftauchen würde. Nein, wahrhaftig nicht. Wann bist du denn angekommen? Eben habe ich gehört, dass du schon stundenlang im Park herumgelaufen bist. Mhm. Alles hast du dir angesehen? Ja, Hans, die Reise ist mir viel zu lang geworden. Solche Sehnsucht habe ich nach dem Park gehabt. Du. Nach dem Park und ich? Hm? Ja, das Beste habe ich mir natürlich bis zum Schluss aufbewahrt. Das bist du. Du alter Gauner, du. Ach, Peter, ich freue mich ja so wahnsinnig. Und ich erst, du. Ja. Lange ist schon eine ganze Ecke her, dass wir uns nicht gesehen haben. Großartig siehst du aus. Aber beinahe hätte ich dich gar nicht erkannt in dem Bach. Na nu. Du Lausbub, das gibt's bei uns nicht.
Peter. Ach, was ist denn? Hm? Peterchen. Hm? Werden wir gute Freunde, wir beide? Sag mal. Hm? Lieber Peter. Lieber Peter. Jedenfalls freue ich mich, dass ich wieder hier bin, ja? Ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich so lange weg war. Oh, das freut mich nur wieder. Wunderbar ist der Park im Schuss. Na, und die Affenstation, die du da hingebaut hast, die ist einmalig, ganz groß. Ja, die ist nicht übel. Du, aber ich bin wahnsinnig neugierig zu erfahren, was du unterwegs alles erlebt hast. Ach, das ist eine lange Geschichte. So, aber du bleibst doch jetzt hier. Sehr gerne. Ja, du kannst inzwischen deinen alten Posten übernehmen. So? Ja, und den Inspektor nehme ich im Feld. Ach, ja. Mach ich. Ja? So wie früher? Natürlich, wie früher. Sieh mal da, das Blockhaus. Das habe ich für meinen Inspektor gebaut. Donnerwetter. Ja, ja. Fabelhaft. Und da drin kann ich wohnen? Natürlich. Du kannst doch nicht immer im Elefantenstall schlafen. Auf die Dauer wäre es nicht möglich. Das war wieder mal ein Ding von dir, du. Aber Hans, ich wollte dich doch nicht mitten in der Nacht raustrommeln. Das sind ja meine Büffel. Ja, und Junge haben sie auch schon. Da. Das beste Stück, das wir so gekriegt haben. Ja, der Schari. Gut sieht er aus, der Schari, was? Ja, ein Prachtexemplar. Woher? Ja, nur ein bisschen frisch aus der Wildnis. Mhm. Hat er schon versucht auszukneifen? Im Anfang. Inzwischen ist ja schon etwas ruhiger geworden. Er gewöhnt sich, was? Ja. Wo ist denn meine Frau? Ist mir die Frau schon im Zimmer. So, machen Sie schnell noch ein paar Brote zurecht. Jawohl, Herr Doktor. Einen Augenblick, bitte. Nazi? Ja? Ich habe dir einen Gast mitgebracht. So? Rate mal, wen? Keine Ahnung. Peter. Wer? Peter Volker ist da. Peter? Ich weiß nicht, ob es deiner Frau recht ist, wenn ich hier so reinpasse. Och, ich doch nicht. Na, salonfähig bin ich gerade nicht. Ach, was? Du kennst meine Frau nicht. Mit der kannst du Pferde stellen. So? Ja, die Hauptsache ist, dass du lebst, wieder hier bist. So, der Junge, komm. Auf unsere Freundschaft. Ja. Willst du die gnädige Frau nicht umziehen? Lass mich doch. Ich muss meinen Ring. Ja, da muss meine Badestube sein. Riech doch da. Ja, richtig, kennen Sie. Willst du Zigarre haben? Nein, danke. Ich rauche nur noch Pfeife. Sehr vernünftig, mein Junge. Aber ich weiß nicht, ob ich noch Tabak habe. Ah, da bist du ja. Das ist meine Frau. Das ist Peter. Mein Mann hat mir schon so viel von Ihnen erzählt. Ich freue mich, Sie kennenzulernen, gnädige Frau. Kinder, seid doch nicht so förmlich. Kommt her. Trinkt erst mal einen Schluck zur Begrüßung. Bitte. Da ist Nautz. Peter. Prost. Zum Wohl. Zum Wohl. Na, habe ich zu viel erzählt? Er bleibt nämlich jetzt bei uns. Ja, ich weiß nicht, ob es möglich ist. Das kommt doch gar nicht in Frage, das hat er schon zugesagt. Ja, ja, Hans, aber... Ja, vor allem musst du uns endlich mal erzählen, was eigentlich alles mit dir passiert ist. Muss das sein? Ja. Ah. Wie ist es überhaupt möglich, dass man sie für tot erklärt hat? Ach, nee, Frau, es ist so vieles möglich. Peterchen, du musst aber jetzt schön schlafen. Dein Herrchen ist ganz böse. Er kommt nicht mehr. Komm,
Aber dann schön drauf sein. So. Mein lieber Peter, nicht? Doch so spät. Nicht gut. Die Flucht hierher war ein Kinderspiel. Das Schlimmste waren die Stromschnellen. Da hat sie auch den Fritz erwischt. War der härteste Schlag für mich. Er war die Jahre der treueste Kumpan, den ich da unten hatte. Ich habe ihn oft beneidet um sein schnelles Ende, als ich mich monatelang mit dem verfluchten Fieber herumquälte. Gleich 4 Kugeln haben dich erwischt. Ist ja ein Wunder, dass du überhaupt noch lebst. Tja. Die eine, die unbedingt tödlich gewesen wäre, die ist hier drin stecken geblieben. Interessant. Das Geschenk einer Frau. Tja. Sie hat mir das Leben gerettet. Zeig doch mal her. Nein, Hans. Sei mal nicht böse, aber die gebe ich nicht aus der Hand. Das ist mein Talisman. Entschuldige. Ja, bitte. Entschuldige, Peter, dass ich noch so spät komme. Du? Es fehlt mir doch sicher das Notwendigste für die Nacht. Außerdem wollte ich dir noch ein bisschen gemütlicher machen. Bemühe dich nicht, Hella. Was? Du willst schon wieder fort? Allerdings, und zwar heute Abend noch. Ja, aber warum denn? Warum? Weil ich durch meine Anwesenheit deine Situation nicht erschweren möchte. Peter, ich weiß, dass du mich verurteilst. Ich will von vergangenen Dingen nichts mehr wissen. Doch, Peter. Sieh mal, wir waren damals noch zu jung. Und ich war wirklich begeistert. Ich habe mich so gefreut auf alles. Aber als ich dann so allein zurückblieb, da bekam ich plötzlich Angst. Angst, ich könnte dich enttäuschen. Das hast du ja im reichlichen Maße getan. Meine Briefe hast du nicht mehr beantwortet. Nicht einmal ein Abschiedswort hast du für mich gefunden. Ich hatte Angst, dir nicht die Frau sein zu können, die ein Mann in Afrika da drüben braucht, an seiner Seite. Und das Resultat war, ich habe drüben gewartet und du hast inzwischen meinen Freund geheiratet. Peter, sei nicht ungerecht. Dass Hans dein Freund ist, habe ich erst viel später erfahren. Was soll das alles noch, Hella? Es ist doch nur einmal geschehen. Es hat doch keinen Zweck mehr. Peter. Bitte geh nicht, Pop. Sei doch vernünftig, Hella. Dann muss ich Hans alles erklären. Nein, nein, nein. Das darfst du auf keinen Fall tun. Ich wollte nur nachsehen, ob du noch etwas brauchst. Ach, Schnauze. Bist auch da? Ja, Hans. Deine Frau war so liebenswürdig und hat mir alles gebracht, was mir noch fehlt. Ach so. Mein Prachtweib denkt immer an alles. Schnauze, du wolltest so in die Oper gehen. Ja, das hatte ich auch vor, aber ich muss leider noch packen. Packen? Wieso? Ja, Mama hat doch aus Hamburg angerufen. Es geht ihr gar nicht gut. Das habe ich ja gar nicht gewusst. Bist du hinfahren? Ja, morgen mit dem Frühzug. Ach so. Nicht wahr, Herr Volker? Sie sind so nett und kümmern sich ein bisschen um meinen Mann. Du bist eine Ehefrau. Ich danke Ihnen. Und auf Wiedersehen. Gute Reise. Ist sie nicht bezaubernd? Du ahnst ja gar nicht, wie sehr ich diese Frau liebe. Ach, wenn ich ganz vergesse, ich habe dir noch ein paar Zigaretten mitgebracht. Deine Lieblingsmarke. Nacht, alter Junge. Gute Nacht, Hans.
Und morgen kommst du gleich zum Frühstück rüber. Na, ist es soweit? Ja, ja, ist schon da. Na, also. Moni, meine gute Moni, ja. Nun ist ja alles vorbei. Hm? Was wird eine Sensation für den Park? Und ob? Afrikanischer Elefant in der Gefangenschaft geboren? Das ist noch nie da gewesen. Ist noch mal gut abgelaufen. Gott sei Dank, dass ich dich dabei hatte. Ja. Sieh mal die Riesenohren. Genau wie der Schaf. Grundstück. Das ist doch der Sohn von ihm. So, Müller, Sie bleiben hier. Ich komme nachher noch mal vorbei. Herr Direktor. Morgen. Schari? Du? Lass mich in Ruhe. Du, na? Ja, ja, Dicker. Du bist an allem schuld. Du bist mein Bester. Ja, ja, ist ja alles wieder gut. Dein Sohn ist ja fit und lebendig und die Mama auch. So, da. Jetzt bist du aber stolz, was? Na, Schari, was ist denn? Was willst du denn noch? Lass mich durch, Kinder. Ach so, ein Küsschen. Wolltest du haben? Oh, hast du auch verdient, was? Hopp. Nur ist aber genug. Mal da, Betty und Lilly. So, da sie. Nur geht schon runter. Nur geht runter, so. Ja, komm, 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 nein. So viel Zeit habe ich doch nicht. Kann ich doch nicht immer spazieren fahren. Na komm. Ja, keine Lust, was? Na komm, schön, komm. So, sieh mal, oh, schöne Tasse, ne? Ja, du musst wieder rein. Ja? So, da sind wir wieder, ne? Peter? Hier! Guten Tag, Herr Volker. Tag. Peter, komm her. Hierher. Na? Peter? Na komm. Komm hier. Na komm hier. Komm hier, komm. Na komm. Komm hier, komm. Na komm. Komm hier, komm. Ich habe da ausdrücklich angeordnet, dass Leitner die Pflege von Peter übernimmt. Mit ihren Spielereien verderben sie mir nur das Tier. Ja, aber sie haben sich so verändert, ohne Bart. Und Peter sieht sie zum ersten Mal so. Vielleicht ist er deshalb nicht mehr so zutraulich zu ihnen. Ob mit oder ohne Bart, da hat er sich dran zu gewöhnen.
der Bullerkopf. Was gibt's? Ich such den Peter schon überall. Habt ihr den versteckt? Nein. Es hat einen Mordskrach gegeben. Er hat ihn weggenommen. Mein Gott, das Tier kann doch nichts dafür. So ein Blödsinn. Leitner hier? Jawohl. Jawohl, Herr Volker. Arvid. Sie sollen sofort zu ihm rüberkommen. Nein. Sie wollten mich sprechen, Herr Volker? Ja. Sie haben heute Geburtstag. Ja. Ich gratuliere Ihnen, Frau Christa. Danke. Ja, aber haben Sie mich deshalb rufen lassen? Ich habe geglaubt, es wäre schon wieder was mit Peter. Das auch. Peterle. Das ist nämlich auch ein Gratulant, der Ihnen Glück wünschen will. Peterle. Das ist aber lieb. Ja, hast du dich fein gemacht, Peter. Lass dich mal anschauen. So ein schönes Mützchen auf. Hm? Und so schöne Blumen hat er mir geschenkt. Das ist aber ein lieber Junge. Den schenke ich Ihnen. Was, Sie wollen mir den Peter schenken? Wirklich? Ja, zum Geburtstag. Aber Sie können sich doch nicht von ihm trennen. Ich will mich doch gar nicht von ihm trennen. Wieso? Ich werde Sie heiraten. Heiraten? Na, da gehören aber zwei dazu. Eben, deswegen sag's Ihnen ja. Na, sowas ist mir in meinem Leben noch nicht passiert. Das will ich hoffen. Ja, aber Sie kennen mich ja gar nicht. Doch, doch. Beobachte Sie schon seit Wochen. Sie sind bestimmt die richtige Frau für mich. So? Können Sie schießen? Ja, warum denn? Können Sie kochen? Ja. Verstehen Sie etwas vom Haushalt? Und vor allen Dingen, sehr wichtig, haben Sie eine Ahnung von Säuglingspflege? Ja. Aber warum denn? Weil ich nach dem Krieg wieder nach Afrika gehe und Sie kommen mit. Hier in dem Prospekt, da steht alles drin. Und überlegen Sie sich die Sache mal. Ich muss jetzt leider weg. Aber morgen hole ich mir Ihre Antwort. Peter, hast du das gehört? Kolonialschule. Die Einflüge im Westen hielten auch während der Nachmittagsstunden an. Damit sind die Nachrichten beendet. Nach einer kurzen Pause melden wir uns wieder. Hans! Du, ich freue mich ja so sehr, dass du wieder zurück bist. Ja? Habe ich dir wirklich gefehlt? Ja, und wie, ich kann es dir gar nicht sagen.
Reihegedeckt? Ja, Peter kommt auch. Wir haben jeden Tag zusammen gegessen, wie in unserer Junggesellenzeit. Es war immer sehr gemütlich. Ja. Oh, mich stört's nicht, aber ich finde es nicht unbedingt notwendig. Wieso? Hallo, wer ist denn da? Peter? Ich kann die Bär nicht verladen. Schon wieder Fliegeralarm. Nein, unmöglich, komm hier nicht weg. Wahrscheinlich erst morgen. Und wir warten mit dem Essen hier auf dich. Nö, also bei uns ist alles ganz ruhig. Na, hoffentlich nicht. Also schön, Peter. Dann bis morgen. Wiedersehen. Peter kann leider nicht kommen. Er ist noch in Regensburg. So? Anna, wir können essen. Helga, das ist die Mutti, die turnt mit ihrem Baby, damit das Äffchen starke Arme und Beine kriegt. Ach so, das ist aber süß. Tja, wie war es in Hamburg? Danke. Ich glaube, es ist nicht recht, wenn man uns hier zusammen sieht. Ja, ja, ich weiß. Aber Hans würde sich sicher freuen, wenn du noch ein bisschen zu uns gehst. Vielleicht zum Abendbrot. Das wird kaum gehen. Die Zeit ist ein bisschen knapp. Ich bin heute Abend schon mit jemand anderem verabredet. Mit einer Frau. Ach. Mhm. Wer ist es denn? Die Christa. Von der Station hier. Ich will sie heiraten. Peter. Ich wünsche dir, dass es diesmal die richtige Frau für dich ist. Na, ich hoffe. Ich war es ja leider nicht. Hm. Nimm's dir nicht mehr übel, Hella. Ich hätte von dir gar nicht verlangen dürfen, nach Afrika zu kommen. Du bist eben nicht der Mensch dazu. Oh, Peterchen, bist du wieder fein? Hast du das Herrchen denn auch lieb? Ja, ja, ich glaub's dir ja. Sag mal, Peter. Ja?
Hast du meine Zigarettendose mit? Natürlich. Kann ich sie mal sehen? Gerne. Hier. Sie geht ja nicht auf. Doch. Sie klemmt seit damals. Danke. Ich habe eine Bitte an dich. Ja, und? Darf ich sie behalten? Wenn du sie zurückhaben willst, selbstverständlich. Haben Sie meine sonore Stimme nicht vernommen? Halten Sie mich nicht auf, ich habe zu tun. Na nu, Sie werden doch einen Augenblick Zeit haben für mich. Hm? Nun? Nein. Und außerdem bitte ich Sie, Ihre dauernden Besuche hier auf der Station in Zukunft zu unterlassen. Es fällt bereits auf und das passt mir nicht. Hoppla, hoppla. Ich habe Ihnen doch gestern einen Vorschlag gemacht. Hm? Allerdings. Und? Sie glauben doch wohl nicht, dass ich Ihren lächerlichen Heiratsantrag ernst genommen habe. Ach. Herr Volker, Voralarm haben Sie eben telefonisch durchgegeben. Was? Nein, danke. Achtung, Achtung! Voralarm, Fliegergefahr. Die Luftschutzräume aufsuchen. Fliegeralarm. Den Anordnungen des Personals ist Folge zu leisten. Bitte Ruhe bewahren. Fliegeralarm. Die Luftschutzräume aufsuchen. Den Anordnungen des Personals ist unbedingt Folge zu leisten. Wo bleibst du denn, Schnauze? Ich habe mir schon Sorgen um dich gemacht. Das brauchst du doch nicht. Ja, Gott sei Dank. Ist das Büropersonal schon im Luftschutzraum? Ja, ja, ist alles in Ordnung. Zentrale? Ja, ja. Einen Augenblick. Volker. Ja. Hallo, Peter. Also, Hans, die Leute habe ich alle eingeteilt. Ja, Waffen und Fanggeräte haben Sie mit. Und die letzten gehen jetzt auf Ihren Posten. Mary! Los! Fema! Fema, los! Schneller! Ja, schneller, 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 schneller! Ja, ich gehe zum Südtor. Wie? Zum Südtor. Ja. Wie du meinst. Also gut, dann übernimmst du das Südtor und ich gehe zum Nordtor. Ja. Ja, natürlich. Ja. Hier Tierpark Ulmenau. Gut. Einverstanden. Manu. Das gehört doch Peter. Das ist doch sein Talisman. Der hat er wohl hier liegen lassen. Ja. Wahrscheinlich. Also Schnauzi, Fräulein Fischer ist heute nicht hier. Du musst sie vertreten. Mach's gut. Du kannst dich auf mich verlassen, Hans.
Sadums, jetzt sind wir, mein Bepperl und ich, extra von Everding reingefahren, weil wir uns das Elefantenjunge haben anschauen wollen. Und jetzt sperren sie uns hier in den Keller. Schnell, schnell!
Hier auf der Station ist alles in Ordnung. Auch bei den Tieren. Ja. Ich habe keine Verbindung mit dem Löwenhaus. Sehen Sie doch mal nach, was los ist. Ja, ich bin zwar hier auch allein, aber ich laufe schnell mal rüber. Thank you.
Fräulein Fischer nicht da. Was ist denn nun schon wieder los? Die Löwen sind ausgebrochen. Sie sind im Park. Man muss sofort den Direktor verständigen. Ja, da muss ich ja sofort meinen Mann. Passiert. Du, der Park ist zur Stadt offen. Ja, Kinder. Der Krankenwagen ist schon bestellt. Er muss jeden Moment da sein. Weiterfahren! Sie sind ja so ruhig. Berührt Sie denn das alles gar nicht? Ja, haben Sie denn gar kein Herz? Schließlich ist doch auch Peter dabei. Peter? Ja. Peter Volker. Ach, deshalb regen Sie sich so auf. Ich verstehe Sie gar nicht. Was haben Sie denn eigentlich? Ich dachte, zwischen Ihnen beiden wäre alles in Ordnung. Gar nichts ist in Ordnung. Das sollten doch gerade Sie am besten wissen.
Frau Thiele. Na los doch! Also fest! Weiter! Los, Kinder, nun mal etwas schneller! Sonst laufen sie hier noch in die Stadt! Dann müssen wir sie abknallen! Verfluchte Schweinerei! Schäm dich, Schari. Ich bin böse mit dir. Deinen besten Freund runterzuwerfen. Alle Knochen tun mir weh. Nein, nein. Bleib da. Ich hab genug von dir. Ich will nicht noch mal runterfallen. Weißt du überhaupt, was du getan hast? Ja. Jetzt kommst du wieder an. Tu bloß nicht so unschuldig, du. Ich will dir mal was sagen, mein Dicker. Schöne Sache machst du. Nein, 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 ich trau dir nicht. Ich hab die Nase voll. Na, langsam. Fuß hoch. Hilf mal nach, nun hilf doch hoch. So, nun mal. Hoppla. So. Nun los, Schei. Aber langsam, vorsichtig. Schande, wenn wir die prachtvollen Tiere abknallen müssen. Achtung! Anfassen, Vater, pass an. So, gut, hoch jetzt, hoch. So, hoch. Feste, feste. Weiter. Vorwärts, weiter. Feste, halt fest. Festhalten, Schari. Halt fest, festhalten, fast halt fest. Gott sei Dank. Unser Schari. Brav, Schari, ja. Du bist unser Bester, ja. Nun hast du alles wieder gut gemacht, ne? Nein, ich bin dir nicht mehr böse.
Nun los, zu der Herde. Die Bande beruhigen. Vorwärts. Wie lange wollen uns denn die da noch sitzen lassen? Ist doch eh nichts mehr los. Die Entwarnung muss ja jeden Moment kommen. Achtung, Achtung! Noch ein Löwe im Park. Jeder, der ihn sieht, muss ihn abschießen. Da drüben besser. Wir krallen den ein mit der ganzen Herde. Los, kommt! Hier, los! Schari, vorwärts, Daisy! Andreas, da rennt der Herr Direktor! Kiddi, komm! Hier, komm her! Kiddi! Komm mal her! Hey, sieh mal hier, hab ich das gleich. Na mal an, los, vorwärts! Na, zerstör mich. Na, lass los. Das ist aber Schluss mit der Spielerei. Na komm. So, Lackel. Hey. Gut. Ja, so, da will ich dich ja reinhaben. So ist richtig, mein Junge. Komm, Schei. Halt fest. Fest. Peter! Kommt zu spät, Edith ist schon hier drin. Sie sind der einzige Mensch, dem ich das erzählt habe. Es war ein Abschied für immer. Jetzt verstehe ich alles. Seien Sie unbesorgt. Was früher einmal zwischen Peter und mir war, ist vorbei. Für immer. Glauben Sie mir, er liebt Sie. Und bitte, lassen Sie nicht im Stich. Muss ich dich jetzt vielleicht noch um Entschuldigung bitten, dass ich dir die Braut ausgespannt habe? Das gerade nicht. Aber eine kleine Mitteilung hättet ihr mir ja machen können von eurer Heirat, ne? Entschuldigung, war das doch geschehen. So? Nein. Ich habe die Anzeigen damals nämlich gar nicht abgeschickt. Herr Volker, der Taxi ist da. Also, Hella, Hans, ihr beide. Na? Ihr beide könnt so bleiben. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Leiter. Alles Gute. Wann kommen wir wieder zurück? Übermorgen. Auf Wiedersehen und gute Fahrt. Ja, Dickschädel. Willst du meine Frau werden? Ja. Kommst du mit nach Afrika? Ja. Aber vorher die Kolonialschule. Nein. Warum denn nicht? Das kann ich doch schon alles. Vom Schießen bis zur Säuglingspflege. Was? Wieso? Und das habe ich alles in Afrika gelernt. Wer bist du denn eigentlich? Christa Brinkmann. Die Tochter von unserem Brinkmann aus Tanganyika? Ja. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Ja, wann hätte ich dir denn sagen sollen? Du hast mich doch immer nur angeschnauzt. Ich dich angeschnauzt? Ja. Jedes Mal, wenn ich dir sagen wollte, Ruhe. Ich bin...